SG Wetzlar Fan TV. Die stärkste Handballliga der Welt. Präsentiert von Kinopolis Gießen. Es waren gefühlt gleich zwei Spiele, die die 4200 Zuschauer am Freitagabend in der Rital Arena zu sehen bekamen. Die erste Hälfte gehörte allein den Gästen aus Berlin. Vor allem die Offensive der Füchse stellte die Wetzlarer Abwehr immer wieder vor große Probleme. Auf der Gegenseite war es Nationaltorhüter Silvio Heinevetter, der einen Sahnetag erwischt hatte und sich immer wieder mit glänzenden Paraden auszeichnen konnte. HSG-Trainer Kai Wandschneider nahm schnell die erste Auszeit, doch auch die Neuordnung seiner Mannschaft brachte keine Besserung. Wetzlar einfach zu behäbig im Spielaufbau, selten ging es mal so zielstrebig nach vorne wie hier beim Tor von Tönnesen. Kurz vor der Pause dann der Aufreger des Abends. Jolie trifft Heinevetter bei seinem 7-Meter-Versuch ins Gesicht. Der Heißsporn und die Schiedsrichter unterstellen dem Franzosen daraufhin Absicht. Jolie wird disqualifiziert und der Abend schien aus Wetzlarer Sicht zu diesem Zeitpunkt gelaufen. Die Mittelhessen zur Halbzeit nämlich mit 7 Toren hinten. Doch bei der Kabinenansprache schien Coach Wandschneider anscheinend die richtigen Worte gefunden zu haben. Plötzlich viel mehr Tempo, viel mehr Kampfgeist bei den Grün-Weißen. Steffen Veth bläst zur Aufholjagd. Nachdem Christian Rompf per 7 Meter zum 21:21 Ausgleich trifft, steht die Halle Kopf. Berlin ging zwar mit einer 23:24 Führung in die Schlussminute, aber Wandschneider schickte mit Harmandic einen 7. Feldspieler auf die Platte. Dieses Risiko und die deutliche Leistungssteigerung in Hälfte 2 werden schlussendlich mit dem 24:24 Endstand durch Kapitän Jens Tietke belohnt. Schon am morgigen Mittwoch geht es für die HSG weiter im Pokal gegen Erlangen. Erste Halbzeit haben wir sehr gut gespielt, haben gute Bewegung, gute Abwehr gehabt und ja, zweite Halbzeit hat es dann wieder gefehlt, kam nicht ins Spiel wirklich rein und ja, am Ende denke ich mal, war der Punkt ganz okay und ich hoffe, da habe ich einen Schritt nach vorne für die nächsten Spiele. Na gut, die erste Halbzeit war natürlich relativ bescheiden, das muss man ganz klar sagen, viele Chancen liegen lassen, die Abwehr hat nicht richtigen Zugriff gefunden. Torhüter haben keinen Ball gehalten, also es kam alles zusammen, sodass wir dann mit 7 Toren zurückgelegen haben. Aber das haben wir in der zweiten Halbzeit alles besser gemacht, haben zu unserem Spiel gefunden, hatten mehr Aggressivität und ich denke, aufgrund der zweiten Halbzeit ist das Spiel auch, haben wir noch verdient einen Punkt geholt.